Heute die Tapire und ein Stock. Ein Nimmersatt ärgert seine Verwandten. Und der sucht Kontakt zu Christa. Bei den Mönchsittichen hat sich Besuch angekündigt. Ein hochmotiviertes Team. Mit einer Mission. Sind wir alle da? Ja, alle. Alljährliches Mönchsittich zählen. Als erstes wollen wir auf jeden Fall keinen Schaden drin anrichten. Das heißt, auch die Nester sollen übrig bleiben. Und die Lehrlinge opfern heute ihre Finger. Na, klasse. Erlebnisunterricht. Das Fach heißt Fang und Transport. Heute mehr Fang. Und natürlich ist es auch wichtig, dass jeder mal das Gefühl dafür kriegen kann, dass er mal fangen kann. Schleuse. Ja, Schleuse, soll ich dir irgendwas mitnehmen? Vor dem einzigartigen Fanggefühl steht allerdings eine ausgeklügelte Taktik. Erstmal müde machen, die sind das nicht gewohnt. Wir haben keine Ausdauer. Und dann kommt die runter, dann kriegen wir sie. Klingt erfolgversprechend. Mönchsittich. Das perfekte Studienobjekt. Und an dem ist immer ganz gut zu lernen, wie man sich greift. Aber es tut schon auch ganz schön weh, wenn die dich erwischen. Was ist das hier? 371 Schüler? Halt mir nur nicht so nah ins Gesicht. Ja, Leipzig 606. Leipzig 600. Ja, was? Und alle anderen schön weiter üben. Jens, wenn du die Spatzen kriegst du Bier. So. Aber vor dem Spatz in der Hand kommt der Sittich auf dem Dach. Felicitas, die Tamandua-Dame. Und ihr Partner Barrios. Bisher noch kinderlos. Aber das soll sich ändern. Die Vorbereitungen laufen. Patzi, würdest du mit anheben? Ich wollte auf der anderen Seite anheben, aber. So. Wir wollen beim Tamandua einen Ultraschall machen und wollen einfach mal schauen, wie bei ihr der Geschlechtsapparat aussieht, ob wir die Cervix nachverfolgen können. Einfach um zu gucken, wie das mit der Fortpflanzung passen könnte in nächster Zeit auch. Wir wollen ja mit denen züchten und auch einfach aus Übungsgründen, dass wir da jetzt schon mal öfter rangehen, dass sie das gewöhnt ist. Aha. Ihre weibliche Seite besser verstehen. Gut, dann probieren wir mal, ob es rauskommt. Lass mir dich erst mal alleine, Patzi. Na, mal sehen, ob Felicitas da mitspielt. Hallo Süße, kommst du mal raus? Hallo. Guck mal, was da ist. Oh, ich hab hier auch leckeres Essen. Mhm. Na komm. Patzi weiß, was sie gerne hat. Die Tapire sollen was lernen. Kopashi und Laila in der Benimmschule. Einzelunterricht. Bei Timo und Maria. Ich versuche jetzt mal Laila hier in den Stall zu holen. Falls das nicht klappt, sperre ich als erstes den Kopashi ein. Einfach, dass erstmal ein Tier nur auf der Anlage ist, dann ist es einfacher mit dem anderen zu trainieren, weil die lenken sich gegenseitig ziemlich ab. Vor allem die Laila den Kopasch. Also umgekehrt geht's noch halbwegs.
Könntest du mal hier am Schieber stehen bleiben? Ja. Und wenn ich dir rufe, machst du den einfach auf. Mhm, okay. Gut. Mach schon mal auf. Mhm. Leila, komm mal mit. Komm her. Komm. Jawohl. Na, fein. Klein, klein, klein zu. Das ging ja schon mal flott. Leila hat erstmal Pause. Timo holt Lehrmaterial. Mal sehen, ob er ein bisschen mitmacht. Das ist immer so eine Sache beim Kopasch. Jetzt ist Kopaschi dran. Mal sehen, was da so auf ihn zukommt. Also ich versuche jetzt einfach, dass er auf Kommando ans Target kommt. Ja. Und wenn es geht, so ein, zwei Sekunden dran bleibt. Target heißt auch Ziel. Das heißt, er soll mit der Schnauze an den Ball kommen. Und damit kann ich ihn dann im besten Fall dirigieren. Aber das ist jetzt noch ganz am Anfang und der lässt sich durch Gerüche manchmal so leicht ablenken. Jetzt einfach mal ausprobieren. Hauptsache, er kapiert schon mal ein bisschen, was man überhaupt von ihm will. Jawohl. Kopasch, Training. Training, Kopasch. Hey, Training. Komm mal mit. Komm. Jawohl, Training. Komm mit. Na dann. Jawohl. Mal los. Komm her. Bitte rein. Nicht träumen. Komm mit. Kopasch, komm. Jawohl, hier komm her. Jawohl. Komm. Kater Mischa kann endlich wieder durchatmen. Der entzündete Fuß. Seit der OP vor 8 Wochen geht's besser. Zeit für einen ersten Spaziergang im Freien. So. Sogar mit kleiner Überraschung von Franka Friedel und Anita Färber. Das ist einfach nur Beschäftigung. Also der war jetzt recht lange nicht draußen, weil er ja krank war. Und wenn er jetzt rauskommt, hat er was zum Schnüffeln. Der liebt Curry eigentlich sehr. Er wird auch so, wenn er rauskommt, sich erstmal hier umgucken, weil er ja recht lange in den Innenanlagen aufgrund seiner Krankheit war. Und jetzt schauen wir einfach mal, ne? Anita verstreut jetzt noch ein bisschen Curry, dass er ein bisschen Spur hat. Und wenn er es nur nimmt zum drüber markieren. Je nachdem. So. Okay? Vorher. Okay. Also ich denke, für ihn ist schon mal ein großes Erleichterungspotenzial eingetreten, nachdem die Pfote jetzt erstmal richtig versorgt wurde, der Draht raus ist. Ich denke, da hat er schon eine deutliche Verbesserung zu verzeichnen. Diese ständigen Behandlungen haben ihn natürlich ganz schön zermürbt. Und wenn das jetzt mal zum Abschluss kommt, ist es natürlich eine feine Sache. Was nun wird, werden wir sehen. Im Moment ist es so, dass er jetzt wieder die Außenanlagen mitnutzen kann. Das war jetzt längere Zeit nicht so. Aufgrund der großen Wunde wurde er relativ steril gehalten, dass nicht noch zusätzlich Verschmutzung in die offene Wunde kommt. Und ich denke, für ihn ist es jetzt schön, wieder draußen zu sein, wieder einfach mehr zu sehen und mehr wahrnehmen zu können, denn hinten ist ja doch etwas eingeschränkter Raum ist. Ne? Doch, doch, ich denke, der macht sich gut. Kater Mischa. Wieder auf gutem Weg. Auch hier geht's Stück für Stück vorwärts. Doch die Lehrstunde im Fangen geht weiter. Einen haben wir noch. Da hinten sitzt noch einer. Was heißt denn hier einer? Haben Sie das gehört? Ja, das ist immer schwierig. Die letzten lernen die besten. Endspurt. Ich
mal irgendwo rein? Der letzte Flüchtige im Netz. Und nun? Spatz. Ja. Jetzt kommt die Königsklasse. Oh, das war nicht sehr königlich. Jens, es gibt aber nur lebenden Bier. Das ist die Bolzsortierung. Junge, mein Bier. Und wenn der Spatz aus der Nummer heil rauskommt, dann muss Juli ihr Versprechen einlösen. Ein Bier. Ein schönes Schwarzbier. Aber natürlich erst nach Feierabend. Selbstverständlich. Der Spatz lebt. Schmeckt. Und bekommt neben der Wurmkur auch die Freiheit geschenkt. Ende gut, alles gut. Und die Statistik? 6, 7, 8, stimmt auch. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hat erstens Spaß gemacht, zweitens haben es alle überlebt, Gott sei Dank. Und drittens mussten mal die Lehrlinge sehen, dass auch ein bisschen Körpereinsatz vonnöten ist manchmal. Komm, du auch noch. Endlich Ruhe. Mal dahin. Nein, das geht noch weiter. Na? Ja. Die Leckerei kann Felicitas wohl überzeugen. So, ihr könnt. Schön. Das ist der Moment für Dr. Langgut. Krieg mir es ein bisschen dunkler hier. Nee, ich krieg die irgendwie mit den Beinen. Die jetzt liegt sie mir liegt oder was? Nämlich auf dem Stamm und ich komme nicht an den Bauch. So ist schön. Langsames Vortasten. Wir suchen gerade die Blase bei ihr und dann direkt unter der Blase kann man die Cervix sehen. Und die sehen wir jetzt hier auf dem Bild. Ich würde schon sagen, oben das ist dieses Runde. Na, genau. Könnt ihr noch ein kleines Stück mit ihr vorwärts gehen? Ich habe nämlich hier gerade noch einen Ast. Schau mal, so kann man super ran. Warum denn nicht gleich so, hm? Man lernt einfach beim Probieren. Na, jetzt ist das Essen alle. Aber jetzt wissen wir, wie es das nächste Mal gut funktioniert. Das machen wir das nächste Mal so. Komm her, wir mischen dich mal ab. Ich wische mal hier ein bisschen ab. Aber prinzipiell ist schon mal schön, dass es sich so gut gefallen lässt. So schön mitmacht. Für den ersten Versuch gut gelaufen. Wir haben jetzt am Ende eine schöne Technik gefunden. Das werden wir das nächste Mal wieder so probieren und dann so nach und nach weiter trainieren. Nach und nach verstehen, wie es in Felicitas Innerem aussieht. Hey, klasse. Zurück bei Korpaschi. Der hat die Nase vorn. Korpasch, pass auf. Nein. Komm her, komm. Komm her. Jawohl. Kannst du doch. Korpasch, Target. Hey, klasse. Jawohl, super. Super. Mal mit. Jawohl. Und Target. Hey, klasse. Korpaschi. Findest du es? Komm. Und Target. Macht das wirklich gut. Ei, prima. Fein gemacht, ganz klasse. Hm? Super machst du das. Fein. So. Und Schluss. Aus. Ende. Besser kann es jetzt für den Anfang eigentlich gar nicht laufen. Bin voll zufrieden. Er ist manchmal so ein bisschen verträumt. Und ja, ist halt kein Jagdhund. Aber macht er schon gut. Okay. Dann können wir jetzt als nächstes probieren, mit Laila zu trainieren. Ja. Na mal sehen, wie die sich so anstellt. Die Brasa-Meerkatzen
schieben Kohldampf. Doch Kohl gibt's nicht, sondern was ganz Besonderes. Die Köche wirbeln bereits im Hintergrund. Das mit den Bananenblättern ist jetzt neu. Das ist eigentlich erst seitdem Gondwanaland besteht, dass man wirklich regelmäßig Bananenblätter kriegen kann. So, die sind dann jetzt zum Zusammenknoten von den kleinen Reispäckchen. Die Affen haben es dankbar angenommen. Ich meine, wir machen es jetzt nicht jede Woche. Aber hin und wieder mal, wenn wir mal Bananenblätter kriegen können, werden wir es auch machen. Ganz schöne Fummelei. Mit der Füllung ist es wohl einfacher. Man kann auch alles mögliche andere reinstecken in die Bananenblätter. Also muss nicht immer nur Reis Mais sein, es kann alles mögliche an Leckereien sein. Können immer Mehlwürmer sein oder alles das, was die Affen halt eben gerne mal zwischendurch mümmeln. Bei Mehlwürmern zum Beispiel, da muss man nur ein bisschen aufpassen, weil die knabbern sich natürlich auch relativ schnell da durch. Oder wenn die irgendeine kleine Lücke finden, dann sind die schnell draußen. Aber heute bleibt's vegetarisch. Bananenblatt-Sushi. Mehr als nur eine Gaumenfreude. Es geht darum, dass das Tier in dem Moment beschäftigt ist, wenn das das aufmacht oder wenn sich damit beschäftigt halt. Und im Prinzip die Jungtiere, die in den Gruppen sind, die beschäftigen sich ja nicht nur mit dem Futter, die spielen dann auch mit den Blättern. Wie das bei kleinen Kindern ist, steckt man denen ein Überraschungsei hin, das ist genau dasselbe. Ein Megaschleifchen und dann haben wir es. Wollen wir durchzählen? Wie viele haben wir denn? Viele. 3, 4. Du 4. So, und dein letztes kannst du hier reinschmeißen. Wenn du fertig wirst heute noch. Oh, denn die da draußen warten schon, dass es endlich was gibt. Mähnenwölfin Christa. Noch ist sie Herrin im Haus. Doch die Stunden allein sind gezählt. Männerbesuch hat sich angekündigt. Nicht die hier. Jens Hirmer und Jörg Gräser bereiten es nur vor. Das Rendezvous hinter Gittern. Weil wir die beiden noch nicht einfach zusammenlassen können. Wir müssen die erstmal aneinander gewöhnen. Das macht man mittels Sichtgitter. Und man könnte sie erstmal beschnuppern und wir können beobachten, wie sie miteinander drauf sind. Der neue Mann selbst ist noch relativ jung. Also er hat da noch sowieso noch keine Erfahrung. Und dann gucken wir erstmal, wenn wir dann denken, okay, die beiden könnten sich vertragen, dann versuchen wir es und lassen wir sie zusammen. Klare Spielregeln. Erst angucken, nicht anfassen. Vielleicht auch besser so. Kommst du dann mal rein und machst mit Räuberleiter, dass ich wieder rauskomme, oder wie ist das? Die Kuppler haben alles arrangiert. Der Rest hängt von ihr ab. Die wird sich bestimmt freuen, denke ich mal. Die werden sich bestimmt auch hier fiebend begrüßen. Also ich nehme an, dass der Junge dann eben auch sie vor allen Dingen dann fiebend begrüßt, weil sie ist ja das adulte Weibchen und er ist ein Junge, der letztendlich auch seine Mutti irgendwo auch in den schwedischen Zoo verloren hat. Da hat er wahrscheinlich einen Hauptgewinn, erstmal Mutti-Ersatz quasi. Ne? Und ja, und dann später, ja. Hoffentlich. Hoffentlich. Wenn er auf ältere Frauen steht, dann klappt das wahrscheinlich. Eigentlich ist es umgedreht, oder? Hä? Was? Eigentlich ältere Herren, junge Damen. Naja. Der hat ja dann nicht gerade das glückliche losgezogen. Christas Neuer, ein blutjunger Schwede. Naja, lassen wir uns überraschen. Ja. Auch hier bei den Anoas steht eine Premiere an. Das kleine Böckchen soll an die frische Luft. So zumindest der Plan von Freddy Kuschel. Schauen wir mal, ob die Klickspilze nach draußen wollen. Hallo Bianca. Oh, wenn du könntest, würden die Augen aus dem Kopf hopsen, hä? Ja, Freddys Besuch stößt bei Mama Bianca nicht gerade auf Begeisterung. Es ist ja eine gute Reaktion von ihr. Sie versucht natürlich, ihr Kind zu verteidigen. Aber gerade uns gegenüber sollte sie ja nur ein bisschen freundlich sein. Hä? Hey, was ist denn mit dem Sohnemann? Steht ja mal auf. Wir wollen es doch mal probieren nach draußen. Hä? So, Bianca, hör mal auf. Wir machen mal auf. Hä? Du nimmst deinen Sohnemann an der Hand.
eilig scheint sie es nicht zu haben. Ach, da ist sie ja. Das war nur die Mutter. Ja, ja, Sohn und Mann ist noch nicht. Tja, wo der nur wieder bleibt. Der Sohnemann. Hat keine Lust. Leila genießt noch immer ihre Pause. Doch gleich ist Schluss mit Müßiggang. Auch sie soll jetzt lernen. So, Leila. Die Leila ist generell so ein bisschen aktiver, kriegt Sachen schneller mit, aber hat auch so ein bisschen mehr ihren Kopf. Also es kann auch sein, sie macht überhaupt nicht mit, aber an Tagen, wo sie gut mitmacht, ist ein bisschen, ja, noch gelehriger, würde ich sagen. Also dann folgt sie einem echt wie ein Hündchen auf der Anlage. Das ist schon ganz gut. Na dann, schauen wir mal. Leila, komm her. Komm. Leila, komm her. Jawohl. Komm mal raus. Da, guck mal. Leila, was ist los? Training. Leila, Training. Komm mal her. Komm. Komm. Was ist denn los? Ui, was war das? Offenbar ist Leila. Was war das? Nicht so ganz bei der Sache. Die hat jetzt Laub auf der Anlage gefunden und hat von sich aus einfach aufgehört. Ach so. Da ignoriere ich sie jetzt einfach ein bisschen. Ich meine, es gibt ja keine Bestrafung oder sowas. Ja. Man muss freiwillig mitmachen, soll Spaß machen. Mal gucken. Soll jetzt erstmal in Ruhe ihre Runde laufen und gucken, dass hier nichts Besonderes ist auf der Anlage. Dann versuche ich es nochmal. Tja, wenn man was will von ihr. Jetzt ruft sie so. Muss man Geduld haben. Ja. Hallo. Zurück im Tieraffenhaus. Florian. Komm, Ike, komm. Kommt mit den Päckchen. Die sind genau abgezählt. Das hier ist jetzt der Ike Nani, der kleine Brausekopf hier. Bitte schön. Einmal für dich. Du weißt nicht wirklich, was du machen sollst, wa? Noch eins? Erstmal nicht, ne? Und der Kleinste? Der greift nochmal zu. Wir würden jetzt wahrscheinlich als Mensch erstmal versuchen, irgendwie den Knoten aufzukriegen. Die beißen wirklich einfach rein und räumen das ganze Päckchen aus. Das ist jetzt Chaco, das ist unser Zuchtmännchen. Und bei ihm mussten wir mit der Ernährung sowieso schon ein bisschen was umstellen, weil er Diabetes hat und jetzt wirklich also extrem hohe Zuckerwerte und wirklich gar kein Obst mehr darf. Und da muss man sowieso mal gucken, dass man mal ein bisschen was Interessantes für ihn kriegt. Ach, hallo. Ja, das ist jetzt die Nora hier. Unsere werdende Mutter, wenn man so will. Also wir warten eigentlich schon, dass etwas kommt. Nora, komm mal hier. Na komm. Komm her, Mäuschen. Bitte schön. Naja, der ist richtig frech. Also der versucht natürlich immer seinen Eltern oder seinen Geschwistern immer was zu klauen. Ein Schlitzohr. Der Dreikäse hoch. Was jetzt natürlich am begehrtesten ist, sind jetzt wirklich die Maiskörner, weil die fressen sie wirklich gerne. Aber der Reis wird dann letztendlich auch noch genommen, aber die Maiskörner sind dann doch beliebter als der Reis. Na Mäuschen. Da macht man sich so viel Mühe, die zusammenzuschnüren und ihr macht die so schnell wieder auf. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn? Ach Quatsch. So, ich gebe mal jetzt nebenan bei den beiden Mädels hier noch was, dass die auch noch was abbekommen. Weil die trauen sich jetzt nicht so ran, wenn jetzt der kleine Ike dabei ist. Tanisha, komm. Oh, Ike, komm, du kriegst ein kleines. Schon wieder der Frechdachs. Haben die Mädels Angst? Na, was heißt Angst? Da geht denen auch ganz schön auf die Nerven. Bitte schön. Ja. Man ist halt wie bei einem Einzelkind. Die haben ja letztendlich auch nicht unbedingt jemanden, mit dem sie jetzt unbedingt spielen können. Und seitdem seine drei Brüder nach Athen gegangen sind, nervt er seine Halbgeschwister so ein bisschen. Aber die verlieren natürlich auch irgendwann mal die Geduld und dann gibt es auch mal eine zurück. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich schon, ja, relativ harmonisch, wenn man so will. Gut. Na denn, habt ihr noch ordentlich was zu tun? Ich muss jetzt weiter. Na dann. Ist ja wohl nichts weiter los hier.
weiß der Geier, was heute auf ihn wartet. Christoph Urban hat Küchendienst. Es gibt gefüllte Straußeneier. Also wir haben ja Gänsegeier hier im Zoo. Und das ist ja eher nicht das typische Geierfutter in dem Sinne. Es gibt einen Geier, der ein bisschen berühmt oder berüchtigt dafür ist, dass er Straußeneier knacken kann. Das ist der Schmutzgeier. Das heißt, wenn der irgendein verlassenes Straußenei findet, was da noch in der Gegend rumkullert, dann hat er die Fähigkeit bzw. die Intelligenz, einen Stein zu nehmen und das damit praktisch aufzuschlagen. Der Gänsegeier ist eher nie dafür bekannt. Ich will einfach mal probieren, ob unsere Geier die Intelligenz besitzen oder überhaupt an das Ei rangehen. Nee, dass die vor dem Ei sitzen und denken, hey, was ist das? Ein Stein und gehen wieder weg. Und das will der Christoph nicht. Ach, guck. Weil ich die Geier so lieb hab, habe ich ein kleines Herz reingemacht. Das ist schon ein ganz schönes Süppchen. Kann man eine kleine Hochzeitsgesellschaft von versorgen. Die Eier. So, sehr schön. Lecker gefüllt. Mal sehen, ob das die Geier mögen. Ich habe es noch nie vorher gemacht und auch noch nie gesehen, dass es irgendwo so probiert wurde. Und deswegen muss ich mich da einfach überraschen lassen. Ja, doch erstmal hier wieder alles sauber machen. Ja, jetzt kommen Onkel Christophs Küchenweisheiten. Immer schön die Küche so hinterlassen, wie man sie vorgefunden hat. Hat mir die Mutti beigebracht. Eier. Für die Geier. Oh, da kommt einer angereist. Ja, wo soll es denn hingehen? Oh. Ja, die müssen wir zu den Mähnen werfen. Na, so ein bisschen dicker geworden, Herr Bereichsleiter, ja. In dieser Kiste, da sitzt er, der junge Schwede. Der große Kann. Der feine Junge, so und so. Supi, geben wir den Kleinen was zu essen rein? Hey, Sportsfreund, alles gut? Ja, Christa, ja. Deine Meinung, die hören wir dann später. Ja, da sind wir gespannt. Hat er einen Namen? Den werden wir sowieso nicht aussprechen können, den schwedischen Namen. Meinen schwedischen Namen kann man aussprechen. Lasse. Ja. Wollen wir Lasse nennen? Ach nee. Lasse in Ruhe. Oder Lasse. Das reimt sich. Das Lasse doch endlich in Ruhe. Ist hiermit beschlossen. Er heißt Lasse. Das ist kein Problem. Ja. Lasse und Christa. Können wir machen. Passt auch fast, oder? Hä? Können wir? Nee, ist beschlossen. Wird hiermit. Ja. Oh, neuer Lasse. Ich fühle mich geehrt. Na dann, Lasse. Dir's mal gut schmecken. Mama Bianca. Immer noch allein im Außengehege. Und ihr Baby? Noch immer im Stall. Ist doch schön da. Ah, wir können ihn zumindest mal zum Aufstehen animieren. Ich mach das mal. Und wie soll das gehen? Nee, ich gehe rein, mach einen Schieber zu, geh rein und heben hoch. Ich habe ihn ja noch nicht in der Hand gehabt diesmal. Ach so. Hey, du Klon. Hey. Hey. Oh, Mann, bist du schön. Du bist aber schön. Ja. Immer wieder was Schönes. Stimmt's? Du Klon. So, jetzt gehen wir mal raus und du rennst raus zu deiner Mutti. Genau so machen wir das. Das ist der Plan. Mal sehen, was draus wird. Komm, nimm mit raus. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen Geduld haben. Komm mal raus, komm. Pedro und Letizia, die beiden
haben sich arrangiert. Seit ihrem Umzug vorige Woche läuft's harmonischer. Sie wohnen jetzt bei Steffen Thies im Revier. Mal gucken, ob sie schon munter sind. Wenn nicht, dann holst du mal aus der Kiste raus. Und dann, weil man muss ja bitte mal die Schnauze mal dran halten, dass sie auch mal wissen, ups, hier gibt's was zu fressen. Na, na gut. Kriegen sie auf zwei Näpfe einverteilt, das Futter. Zwei deswegen, weil es kann natürlich sein, dass die zwei sich natürlich in eine Wolle geraten, wenn die jetzt auf einen Napf fressen. Na, weil ja der Petro war aber doch ein bisschen sehr zugänglich gewesen zu dem Mädel. Und sie wollte es noch nicht so gerne und haben sich ein bisschen getrieben. Und es ist besser, dass sie das an der eigenen Futterstelle auch hat. So, die kriegen sie noch als Tüpfelchen. Noch ein paar Mehlwürmer drauf. Als Abschluss zur Garnierung. So. Der Tapetenwechsel war nötig. Die alte Behausung viel zu eng für zwei Kugelgürteltiere. Doch jetzt, wo Platz ist, erscheint man sich wieder näher zu kommen. So, eine hierhin und eine dahin. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo das Gürteltier jetzt ist, in welchen Kisten. Wir haben nun zwei Kisten hier. Es kann sein, dass sie alle getrennt schlafen. Es kann aber auch sein, dass alle beide zusammen in einer Kiste schlafen. Weil letzte Zeit haben die eigentlich meistens immer in einer Kiste zusammen geschlafen. Und das ist auch so. So. Hallo, meine süße Maus. Aufstehen, 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 aufstehen. So. Das ist unser Mädel. Komm mal hier hin. Und jetzt kommt doch Petro. Na, Meister, alles klar? So, müssen wir mal gucken, was jetzt passiert. Es dauert halt ein paar Minuten, bis sie dann langsam sich dann entrollen. Hm? Pedro und Letizia. Wer zuerst wach wird, frisst zuerst. Na? Leila, komm, wir trainieren noch ein bisschen. Hm? Komm mal her. Leila. Training, hey, Training, hm? Komm mal her, komm. Timo. Was ist los? Uiuiuiui. Mit Engelszungen. Uiuiuiui. Ruhig, ruhig. Stößt auf taube Ohren. Nee, müssen wir erstmal abbrechen, das hat so keinen Zweck. Ja. Ist zu schreckhaft irgendwie. Man merkt so die aufgestellten Ohren so ein bisschen. Ja, ja. Ein bisschen. Hey, Leila, was ist los? Hm? Was ist los? Komm mal her. Wenigstens einmal mit der Nase an den grünen Ball. Hm? Ob sie noch mal einmal drankommt, dass sie wenigstens noch positiv was erlebt. Hm? Leila, komm noch mal ins Target. Leila, Target, Target. Ei, klasse, fein, kannst du doch. Hm? Kannst du doch. Guck mal, hier liegt's. Alles gut. Target. Ei, klasse, fein. Ja, so wünscht sich das der Thema öfter. Prima gemacht. Ist gut. So, und Schluss. Ende. Ja, erstmal Schluss für heute. Schluss mit dem Lernen. Kopasch, Leila, komm. Den Rest des Tages haben Leila und Kopasch frei. Und eine Badeeinladung. Jawohl. Von Lehrer Timo. Kopasch, auf. Komm her. Das Tagetraining, das ist nix. Baden macht Spaß. Das ist geil, wie die taucht. Ja, ja. Geil. Na ja, kommt der Eiermann. Christoph kommt. Mit den präparierten Eiern. So, wollen wir das mal hier hübsch anrichten? Ein kleines Signal setzen hier. Das Auge isst ja bekanntlich mit. Mal sehen, ob das hilft. So, na, wenn das kein unglaublich professionelles Straußennest ist. Jetzt liegt's nur noch an Ihnen da. Die Geier sind hungrig. Die haben jetzt 3 Tage nichts gehabt. Ich hätte sie eigentlich gestern füttern können oder wollen, aber da hat es geregnet wie verrückt und der Geier ist jetzt einer, der sich wirklich überlegt, wenn er runterkommt. Also wenn es ihm zu viel Energieaufwand ist, runterzukommen, dann lässt er es lieber.
Weil der braucht auch wieder Energie, um hochzufliegen. Und da überlegt er schon sehr genau. So, Leute, ihr dürft, wenn ihr wollt. Na? Also die sind schon sehr aufmerksam. Also die haben ja einen unglaublich guten Sehsinn. Und können eben wirklich schon auf die Ferne erkennen, was ich da rankarre. Und wenn es eben irgendwas ist, was einen Schwanz hat oder sonst irgendwie merkwürdig aussieht, dann wissen die das natürlich. Doch sowas, das ist suspekt. Ach, da geht er wieder. Die müssen diese Grenze überwinden, Scheu und Hunger. Ja, also die haben zumindest schon tropfende Schnäbel. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und da? Noch eine Beilage. So, ich bin ja gar nicht so. Lasse, der frisch getaufte Neuankömmling aus Schweden, sorgt immer noch für Gesprächsstoff. Mal gucken, was Lasse macht. Ich wäre für Ralf gewesen oder irgendwas. Was? Irgendwas Altmodisches, wenn sie schon Christa heißt. Ralf. Helmut. Helmut. So hieß mein Opa. Ja, meine auch. Der Name. Ja, guck mal. Der spielt keine Rolle. Hauptsache, die Chemie stimmt. Hey, mein großer Junge. Ja, du bist ja ein Schicker. Hallo. Na, hallo. Und du bist ja ganz hell im Gesicht, hä? Na, wer ist denn das hier? Hör mal. Hä? Ist gut, meine Christa. Alles ist fein. Alles ist gut. Ach, guck mal, die Küken hat das schon gefressen, ja? Sind alle schon weg, ja? Jo, Hunger hat er auch mitgebracht. Na, nee, es ist doch schön, dass es gleich gefressen hat, ja? Aha. So, da machen wir mal auf, hä? Der erste Eindruck. Jetzt bloß nicht patzen lasse. Boah, das ist ein großer Kerl, du. Junge, Junge. Junge hat er lange Beine. Guck dir das an. Süß, hä? Ja, super süß. Hast du gesehen, wie vorsichtig er jetzt seine Pfote da durchgesteckt hat? Mhm. Er wollte das immer anfassen. Also die Christa ist ein bisschen unschlüssig bei der ganzen Situation momentan. Es ist schon gut, dass die noch getrennt sind. Das zeigt sie auch da mehr. Siehst du das? Ja, die stackst auch total. Ja. Das wäre jetzt gar nicht gut, die zusammenzubringen so schnell. Das ist für sie natürlich auch Stress. Also der ist super interessiert an ihr auch. Ich nehme auch an, dass der schon geschlechtsreif ist. So wie der darauf reagiert. Der kommt mir sehr stürmisch vor. Na. Und die Christa, die scheint mir doch ein bisschen zurückhaltend zu sein, ihm gegenüber. Na. Das ist der wahrscheinlich ein bisschen zu heftig, leid, diese Stürmigkeit, die der an den Tag legt. Ach, guck mal, der freut sich und der freut sich wie verrückt. Ha? Ja, toll. Ach, guck dir das an. Sein ganzen Stress vergessen. Naja, das geht schon los, dass er anfängt zu bitteln. Die können sich ruhig erst mal ein paar Stunden angucken. So schnell sind sie auch nicht durchgebuddelt. Und wenn es sollte doch noch passieren, ja, dann wollen sie es selber. Na, dann werden sie damit auch klarkommen. Von wegen schüchtern. Der weiß schon, wie man sich an Mädels rangräbt. Dagegen ist vom Anoa-Nachwuchs noch immer nichts zu sehen. Na dann. Jo, können wir mal versuchen, aber. Ein Griff in die Trickkiste. Ob sie mit Laub rauskommen. Achtung, ob sie sieht. Mama Bianca schon mal da. Und ihr Zögling? Ha, nun endlich auch. Oh, ganz schön aufregend. So eine große, weite Welt. Ja, ist ein bisschen irritiert durch das, was jetzt hier draußen ist. Neue Eindrücke, größer, heller. Das muss er erst mal richtig hier kennenlernen. Na dann, erst mal ab auf Entdeckungstour.
Na los. Schnell wieder rein. Es reicht für heute. Wieder bei den Gürteltieren. Letizia. Als erste munter. Soll ich dir helfen? In Ruhe fressen? Wunderbar. Im alten Heim ging das nicht. Na, hi. Da hat sie schlechte Erfahrungen gemacht. Komm, geh zum Futternapf. Das sieht doch schon mal gut aus. Da wurde sie ständig weggedrängelt von Pedro. Es dauert immer ein paar Minuten, bis die jetzt wirklich alle dann mit dem, sag ich doch, Mops Fidel sind. Na, Meister? Hi. Na? Du sollst nicht zu dem Weibchen gehen, du sollst erst mal was fressen. Hm? Den beschäftigt jetzt was ganz anderes. Ja. Er muss das Revier erkunden. Na, kommst du noch mal her, Meister? Hey, komm mal her. Du bist mir so doof, Albern, ja, hä? Komm mal her, komm. Komm mal her. Pedro, hast du keinen Hunger? Oh. Ja, die lässt sich ja nicht stören, die frisst hier schön. So wie es sein soll. Da komm ich mal raus. Der ist schon Mops Fidel, der Pedro. Der macht schon sein Ding hier drin. Die zwei gehen sich ja aus dem Weg. Da ist eigentlich relativ Ruhe. Und schlafen aber alle beide in einer Kiste. Ja. Aber sieht sehr gut aus. Ich bin zufrieden. Und mal gucken, wie es weiterläuft. Ne? Hat echt was gebracht. Die Luftveränderung. Noch immer zurückhaltend. Guck mal, dort gibt's Eier. Und die könntest du eigentlich mal untersuchen. Tolle Nuss. Irgendwie hatte ich mir euren Hunger besser vorgestellt. Fräulein, guck mal dort vorne. Man sieht, der Geier ist äußerst begeistert von den Eiern. Doch so leicht gibt Christoph nicht auf. Mach den Animateur. Huhu. Und? Vergebens. So hatte ich mir das nie vorgestellt. Tja, man kann sich natürlich auch irren. Christophs Geduld. Am Ende. Gehen wir einfach mal raus. Das ist ein bisschen enttäuschend. Also, ich meine, klar, das haben wir ja mit dem Risiko haben wir ja gespielt, dass gar nichts passiert oder dass sie da nicht rangehen, aber dass sie gar nicht zum Futter gehen, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber man geht jeden Tag auf Arbeit und wird aufs Neue überrascht von den Tieren und das kann manchmal eine ganz reizvolle Sache sein. Momentan ist es, wie gesagt, ein bisschen enttäuschend, aber mein Gott, vielleicht brauchen sie einfach bloß ein bisschen Zeit. Das Tierpflegerleben. Ist kein Wunschkonzert. Hol sie doch der Geier. Die Eier. Bei den Mähnenwölfen. Lasse. Wo ist er denn? Hat sich durchgegraben. Mutig, mutig. So war das aber nicht geplant. Von wegen ruhiger Kennenlerntag.
So schnell passiert das. Ja. Nur mit so einem stürmischen Verehrer hat selbst Jörg nicht gerechnet. Wenn die jetzt nicht wirklich bösartig was tun wollten, dann hätten sie das jetzt schon gemacht. Na. Ich denke mal, dass die Christa schon die Hosen auch anhat. Sie ist das adulte Weibchen und der ist zwar sehr dominant, tritt er auf auch und Schwanz auch immer nach oben, wenn er ihr entgegenkommt. Aber ich denke mal, sie kriegt das schon in der Reihe, diesen Rotzlöffel ein bisschen die Schranken zu weisen. Rotzlöffel? Der sorgt ordentlich für Furore. Auch der Kurator wird schon informiert. Ja, und sie hat auch die Mähne nicht richtig aufgestellt. Also richtig groß macht sie sich nicht. Das sieht alles relativ gut aus. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass er so groß ist, weil sie in ihrem Revier hat die Hosen an und er ist aber einer, der körperlich dagegen halten könnte. Aber es sieht relativ relaxed aus. Sie sind jetzt auch aneinander vorbeigegangen. Also sie ist jetzt rausgekommen. Und das bedeutet ja auch, wenn sie aneinander vorbeigehen, es läuft alles recht ruhig. Huckepuckel der Lasse. Scheint sich aber gelohnt zu haben. Die dicke Hoa, hochschwanger. Paparazzi? Das ist eigentlich nichts für sie. Doch heute macht der Zoo eine Ausnahme. Mit entsprechender Tarnung dürfen wir sogar in Tabuzonen eindringen. Ihr soll Blut abgenommen werden wegen des Blutbilds. Das gibt Auskunft über den genauen Geburtstermin. Die ist an sich sehr nervös und sehr zappelig, sehr kitzlig, lässt sich ungern anfassen. Und deshalb gibt es jetzt eben auch erst so spät und so kurz vor der Geburt für euch die Möglichkeit, das mit der Blutentnahme zu filmen. Allerdings muss das Kamerateam dann dazu rausgehen, weil es für sie schon nervös ist, wenn viele Leute ringsrum noch daneben stehen. Der Holger bindet sich eine Kamera um, dass wir möglichst in der vertrauten Konstellation mit dem Elefanten umgehen und für sie dieses ganze Prozedere möglichst stressfrei abläuft. Der Einzige, der an Hoas wehnen darf, der Holger Wust. Die schwangere Hoa. Hautnah. Die exklusiven Einblicke gibt's in der nächsten Folge. Außerdem süße Momente bei den Lippenbären und Besuch bei einer scheuen Dame. Elefant, Tiger und Co. Zoogeschichten aus Leipzig. Tschüss.